Die Schnellsten und Schlausten im Ersten sind heute Abend wieder zu uns gekommen und sie werden gleich als Team antreten, um eine Menge Geld zu gewinnen. Problem, dabei steht ihnen die Quiz-Elite gnadenlos im Weg. Die Jagd beginnt. Guten Abend, herzlich willkommen bei Gefragt Gejagt. Das sind unsere vier Mutigen heute Abend. Sind alle der Meinung, die Jagd gewinnen zu können? Warum sind Sie der Meinung, fragen wir Sie natürlich direkt selbst. Hallo Jäger, mein Name ist Ulrich Burdack und ich arbeite als Bass an der Oper. Und es hat seinen Grund, dass in vielen Opern die klugen Männer meistens von Bässen wie mir gesungen werden. Hallo, ich heiße Claudia Barbeck. In meiner Freizeit leite ich eine Männersportgruppe. Und heute, Jäger, wirst du nach meiner Pfeife tanzen. Hallo Jäger, mein Name ist Tim Laurinat. Ich lasse mir gerade einen Bart wachsen, was mich aber nicht daran hindert, dich zu rasieren. Hallo, mein Name ist Steffi Thurau. Ich bin Lehrerin und auch ein Jäger lernt nie aus. Steffi mit Claudia, Ulrich und Tim, das ist meine Mannschaft des heutigen Abends. Schön, dass ihr da seid. Heiße euch herzlich willkommen und ihr wisst, jeder wird nacheinander erstmal zu mir kommen in einer Schnellraterunde viel Geld schon mal hoffentlich für die Teamkasse einsammeln, um dann jeweils ins 1:1-Duell zu gehen. Wer das gewinnt, ist im Finale. Wer verliert, muss nach Hause gehen. Beginnen wird heute Abend Ulrich. Guten Abend, Ulrich. Herzlich willkommen. Hallo. Bei uns bei Gefragt Gejagt. Geht's dir gut? Ja. Ja? Du stehst aber schon wie vor einem großen Auftritt hier. Sehr gut. Ja. Du bist Bass in der Oper. Wo? Genau. Zurzeit in Gera und Altenburg. Ah ja, schön. In Thüringen. Zurzeit heißt, du bist aufgrund des Berufs schon an vielen Häusern gewesen? Genau, oder? Ja. Hast du eine Lieblingsoper, ganz schlicht? Lieblings? Ach, gar nicht. Gibt's das? Was gerade gemacht wird, das gerade das Aktuelle ist. Das. Ach, tatsächlich? Ist nicht oft, irgendwas, ja, wo du sagst, das singe ich am allerliebsten, auch zu Hause? Quer durch. Quer durch. Quer durch ist ein super Stichwort übrigens für unsere Schnellraterunde. Eine Minute für dich. Ich drücke die Daumen und die Zeit startet jetzt. Mit welcher Probe will man seine Furchtlosigkeit unter Beweis stellen? Mutprobe. Welchem heutigen Inselbundesstaat der USA bereiste James Cook 1778 als erster Europäer? Hawaii. Wie lautet der deutsche Titel von Berlioz' Oper La Damnation de Faust? Faustverdammnis. Um wie viel Uhr endet die Geisterstunde? Eins. Welchen Breitengrad bezeichnet der Seemann als die Linie? Null. Ja, die hinduistische Trinität bilden die Götter Vishnu, Shiva und? Kali. Brahma. Jeder Mensch heißt das 2021 erschienene Buch welches deutschen Schriftstellers und Juristen? Weiter. Von Schirach. Welcher Weinort an der Mosel heißt wie ein Außerirdischer aus einer TV-Serie? Alf. Ja, mit welchem englischen Wort bezeichnet man einen Grill, bei dem das Fleisch extra langsam gegart wird? Smoker. Ja, das Werk Ilias wird welchem antiken Dichter Homer zugeschrieben? In welcher Hauptstadt starb Karl Maria von Weber 1826? Berlin. London. In welchem Jahrhundert lebte der Architekt Gottfried Semper? 19. Wer aus der Sesamstraße ist kleiner, Ernie oder Bert? Ernie. Welcher Raubfisch wurde nach 5000 Euro? Herzlich willkommen im Club. Es ist auch nach 8, 9 Jahren immer noch eine große Freude, wenn diese Marke durchbrochen, ja, wird. Und ich merkte beim Blick aus dem Augenwinkel, mit Ernie kannst du es werden. Und du wurdest es mit Ernie. Super. Bist froh? Ja. Hast du gedacht, dass du so hochkommst? Oder? Ich habe es mir gewünscht. Ja. Weil eine Arie heißt 5000 Taler aus der, ja, Wildschütz. Ja, schauen wir. Und dann ist ja hier jetzt der 5000er-Club umso symbolischer. Dann toll gemacht hat er es, oder? Also ihr müsst nicht 5000, ihr dürft auch weniger nachher. Aber es gibt ja einen Schub für die ganze Gruppe. Allein es kommt ein Jäger und der will es dir natürlich wegnehmen. Wen hättest du denn gerne? Ach, keine Präferenz. Nur Herrn Jacobi nicht so gerne. Keine Präferenz, bis auf nicht Herr Jacobi. Wir schauen mal, wer da ist heute Abend. Ich hätte tatsächlich den Quizgott anzubieten, Sebastian Jacobi. Er geht ja als sportbegeistert und ruft den Kandidaten gerne olympisch zu. Dabei sein ist alles für euch. Mhm. Da ist der Besserwisser, Sebastian Klussmann, unser Sportsfreund aus Steglitz. Der wäre ja gerne Wrestler geworden. Kampfname Intelligenzbestie. Oder der Bibliothekar Klaus-Otto Nagorsnik. Ich wollte ihn gerne mal zum Medizinballtraining animieren. Aber er meint, er geht nicht auf Tanzveranstaltungen. Vielleicht kann er mal in deine Sportgruppe, Claudia. Ja, gerne. Oder? Da gucken wir, ob wir da mal was herstellen nachher. Jacobi wäre dabei. Aber du, mit 5000 Euro brauchst du niemanden zu fürchten. Hier kommt der Jäger. Herrje, guten Abend, Herr Klussmann. Guten Abend, Herr Boris. Das ist aber ja mal ein Rückschritt, also was heißt Rückschritt? Also alte Zeiten jetzt, was Mode angeht? Oder? Das ist Kunst, hochseriös. Haben Sie Klimt auf der Jacke? Ja, oder? So ist es. Das wirklich ist, jetzt? Das ist
Klar, ich sehe den Kuss. Ja, ja, ich kann den noch. Das ist stark. Ich dachte, Sie machen jetzt so auf Anzug und Hemd und seriös. Brauche es ja nicht, um seriös zu sein. Auch das ist seriös. Dann ist Kunst. Ich bin ja in der Kunst tätig, so wie Sie auch. Ulrich, Herr Klussmann, Ulrich. Hallo. Tag. Beide der Bass schlau, ist da. Beide in der Kunst tätig, beide schlau. Der Bass ist da. Wir brauchen Bass. Und haben schon vom Bass 5.000 Euro hier zum Spielen, Herr Klussmann. Was machen Sie denn damit? Naja, unten. Das war schon sehr beeindruckend, Ulrich. Ja, auch stimmlich. Absolut. 500 Euro liegen noch dort. Ich animiere ja gern meine Gegner zu geistigen Klimmzügen. Klimmzüge? Stark. 15.000. 15 direkt? Max. Nee, ich bleib bei den 5.000. Dann machen wir das. Ich muss mich da so ein bisschen warm gucken erstmal heute, Herr Klussmann, glaube ich. Es ist schön, aber es ist auch sehr unruhig, Ihr Oberteil. Mhm. Haben Sie was drunter? Lassen Sie. Bitte. Doch, okay. Ja. Wir kennen es ja auch anders hier. Die Jagd beginnt. Ja, so, erste Frage, Ulrich. Auf geht's für 5.000. Wie lautet nach Hauptstraße der häufigste Straßenname in Deutschland? A. Bergstraße, Schulstraße oder Gartenstraße? Das ist eine interessante Auswertung. Hauptstraße ist der häufigste. Was hast du genommen, Ulrich? Ah, Bergstraße. Die Bergstraße. Was ist die richtige Antwort? Tatsächlich die Schulstraße. Was sagt der Jäger? Na gut, so, wir merken uns das mit der Schulstraße. Jetzt geht's los, Ulrich, mit richtigen Antworten hier. Von 1946 bis 2021 gab es insgesamt 9 offizielle A. US-Präsidenten, B. UN-Generalsekretäre oder C. Päpste? Offizielle. Was hast du genommen? C. Päpste. 9 Päpste in, was haben wir da, bisschen über 70 Jahren. Was ist die richtige Antwort? Das sind die Generalsekretäre. Was sagt der Jäger? 30 Semester Politikwissenschaft. Die reichen nicht, man braucht 31 dafür. Lohnen sich hier. So, jetzt ist er schon sofort da. Ja. Du wolltest einfach gar keinen Vorsprung. Nö, jetzt machen wir es spannend. Ja. Gut, dass du nicht gezockt hast. Das ist schon mal das Positive. Und jetzt gehst du bitte flugs die Treppe runter hier, Ulrich. Das wäre allzu schade sonst. Welcher Sperlingsvogel ist ein Meister des nachahmenden Gesanges? A. Blauschalk, Rotschelm oder Gelbspötter? Gibt es alle drei oder sind zwei erfunden? Gibt es natürlich alle drei. Zwei müssen noch entdeckt werden. Sagt der Gelbspötter hier oben. Wen hast du genommen? Ja, ich dachte an den Gelbspötter, ja. C. Den gibt's, ja? Okay. Ja, bestimmt. Und ist er ein Sperlingsvogel und ist er auch ein Meister des nachahmenden Gesanges? Sonst wird mir nämlich bange um Ulrich jetzt. Der ist es. Sehr schön. So, erster Schritt für Ulrich. Was sagt Herr Klussmann? Gott. Und die nächste Frage kommt. So machen wir es jetzt noch viermal, Ulrich. Ja. Gut. Welche Kinderbuchfigur gräbt eine Grube, um einen Heffalump zu fangen? A. Peter Hase, B. Winnie Pooh oder C. Peter Pan? Letzter Drücker im wahrsten Sinne vom Jäger. Was sagst du, Ulrich? B. Winnie Pooh. Bist du da sicher? Und zu relativ. Relativ reicht häufig. Was ist richtig? Ja, sehr gut. Jetzt bist du gut unterwegs hier. Was sagt der Jäger? Ja, das ist kommt uns sehr zu Pass jetzt in dieser Phase. Nur noch 3, ein Patzer wieder da. Nächste Frage. Welches Kaiserreich endete als letztes? A. Deutschland, China oder Russland? Ja, was hast du genommen? A. Deutschland. Ja, was ist richtig? Super. So, jetzt läuft das alles in unsere Richtung. Was sagt der Jäger? Bitte gerne auch noch Jahreszahlen. Ach so, ja. China 1903. 5? 3? 3?
Ja, ich glaube 5. Aber war der letzte. Genau, Russland nur wenig vor uns, ein Jahr, glaube ich. 1917. Davor, 1917 und dann kamen wir schon. Wobei, 18. 18. Ja, ja, gut. So, 2 noch. Jetzt gehst du auf die Matchballstufe, bitte. Von einer unerfüllten Liebe handelt Franz Schuberts Komposition Die Schöne A. Bäuerin, Müllerin oder Schneiderin? Kann man die singen oder ist, oh, sie, ja, ist sie instrumental? Es gibt sie sogar in einer Version für Gesang und 2 Gitarren. Oh, schön, okay. Ich kenne das auch. Schöne Maid hast du heute. Was? Nein, das ist ein altes Volkslied aus Tahiti. Oh ja. Also, was ist es? B, die schöne Müllerin. Ich baue auf dich. Die schöne Müllerin, okay. So ein Kulturbanause. Super, du bist auf der Matchballstufe. Was sagt Sebastian Gustav Klimt? Gut. Das tut schon weh, oder? Manchmal. Ich hatte zum Abitur. Ja, ich musste es analysieren. War mein großer Moment im Musikunterricht. Die schöne Müllerin? Ja, davon gab es nicht viele große Momente im Musikunterricht, muss ich gestehen. Nee, ich kenne sie ja schon ein paar Jahre. Bitterweise auch noch. Aber Sie haben mir häufig von schönen Müllerinnen erzählt. Das hatte aber nichts mit Schubert zu tun. So, eine richtige Antwort brauchen wir noch, Ulrich. Dann hast du es hier sehr nervenstark durchgespielt. Was verbot der Inselstaat Palau ab 2020 als erster Staat der Welt? A. Verbrennungsmotoren, Sonnencremes oder Plastiktüten? Da waren wir alle schon. Bitte? Sehr schöne Insel. Was hast du genommen, Ulrich? C, die Plastiktüten. Ist das richtig? Dann wäre Ulrich durch mit 5.000 Euro. Es sind leider die Sonnencremes. Was sagt der Jäger? Ja, schon Vorbereitung meiner ersten Reise. Habe ich davon erfahren. Also eine Reise nach der schlimmen Zeit hier. Ja, nee, ist in Ordnung, Herr Klussmann. Matchball für beide. Spannender könnte es nicht sein. Und jetzt hoffentlich beenden wir es positiv. Welche Serie war eigentlich für Erwachsene gedacht und wurde zu Anfang von einer Zigarettenfirma gesponsert? A. Alf, B. Die Simpsons oder C. Familie Feuerstein? Oh, das sind die anderen. Weißt du's? Nein. Ich rate C. Familie Feuerstein. Es könnte entweder wegen den Flintstones natürlich genau richtig sein, weil es attraktiv wäre für eine Tobacco-Firma. Es könnte aber auch genau deswegen die Falle sein, damit wir so denken. So, wir brauchen die Familie Feuerstein für Ulrichs Finalteilnahme und 5.000 Euro. Ach, wie schön. Ja, aber du hast es geschafft. Wow, klasse. Claudia, weiter geht's. Glückwunsch, Ulrich. So, Claudia, einmal durchatmen. Das war top, oder? Super. Ja, tolle Nerven, Ulrich, muss man sagen. Das war relativ früh sehr knapp da. Ne? Aber du strahlst ja auch aus allen Ecken und Enden. Das ist ein sehr farbenfroher Abend heute hier auch. Ne? Gleich wird es ein gutes Duell, ihr beide gegeneinander. Wir passen gut zusammen, ja, absolut. Ja, optisch auf jeden Fall. Ja, das passt. Hast du eine Männer-, was ist das, eine Turngruppe, die du leitest? Oder? Ich leite bei uns im Dorf. Also, wir sind ein Dorf mit 800 Einwohnern und haben eine Männersportgruppe unter anderem. Ja. Und auch eine Trampolingruppe. Ach, herrlich. Jawohl. Jetzt machen wir erstmal eine Minute für dich. Bist du gut alles vorbereitet? Klar. Schauen wir mal, was ich weiß. 5.000 halt, ne? Eine Minute, deine Zeit startet jetzt. Ist Hirse ein Getreide? Ja. Welcher Hollywood-Schauspieler benannte 2020 seinen Sohn nach seinem verstorbenen Bruder River? Phoenix. Wer spielt in der TV-Serie Unter Verdacht die Ermittlerin Eva Maria Prohacek? Weiter. Senta Berger. In welchem Jahrhundert wurde Hermann Hesse geboren? 18. 19. Welche Nesseln sollte man im Garten nicht abmähen, da sie vielen Schmetterlingen zur Eiablage dienen? Brennnesseln. Woraus machte Gott laut Genesis den Mann? Aus einer Rippe. Aus der Erde. Welcher für das Bonanza-Rad typische Sattel ist nach einer Frucht benannt? Weiter. Bananensattel. Der Name welches italienischen Opernhauses klingt wie eine Maßeinteilung? Weiter. Scala. Welche Girlgroup veröffentlichte 1983 ihren Song Cruel Summer? Weiter. Bananarama, wie heißt das höchste Hochhaus der Welt? Burj Khalifa. Ja, 2020 begann im chinesischen Horoskop das Jahr der Ratte und 2021 das Jahr des Drachen. Bullen. Was wird bei Reis vor dem Kochen ausgespült, damit er nicht verklebt? Stärke. Die Stärkepartikel. 2.000 Euro. Sehr gut. Mehr als ich gehofft hatte. Können wir mal gucken, ob du jetzt schon zockst, vielleicht sogar? Oder? Schauen wir mal. Schauen wir mal. Das habe ich schon mal gehört eben von dir. Ja. Hier kommt der Jäger.
Herr Klussmann, hätte ich das gewusst in der Konstellation, hätte ich mein lachsfarbenes Poloshirt angezogen heute. Es lag bereit für mich. Ja. Wird Ihnen stehen, ja. Ja, schon, oder? Guten Abend, Claudia. Guten Abend. Claudia, Sebastian Klussmann, Gustav Klimt, auch genannt in Fachkreisen. 2000 Euro, Herr Klussmann, bitteschön. Dankeschön. Gerne. Ja, Badabadu, ne? Ja, Badabadu. Gut. Unten, Claudia, liegen für Sie noch 200 Euro. Und oben versechsfache ich auf 12.000. Ordentlicher Sprung. Das ist immer das Schlimmste für ihn, wenn auf seine Angebote keine Replik kommt, weil er erhofft sich. Nein, 12.000 ist super, aber. Aber? Aber ich bleibe bei meinen 2.000. Ich habe mir hart erarbeitet. Nehmen wir die. Ja. So. Und dann bringen wir die auch heim. Die Jagd beginnt. Los. Zack. Claudia, 5 richtige brauchst du. Jawohl. Und die erste kommt jetzt hoffentlich. Nachweislich stimulierend auf das Immunsystem wirkt die Wurzel des blassfarbenen A. Regenschirms, B. Schneeschuhs oder C. Sonnenhuts? Ja, was hast du genommen? Ich habe C, den Sonnenhut, genommen. Ja, was ist richtig? Guter Start für Claudia. Erster Treffer, erste Stufe. Was sagt der Jäger? Schneeschuh ist auch blass. Zweite Frage kommt direkt. Mit welchem Land teilt sich Frankreich seine längste Grenze? Mit A. Brasilien, B. Venezuela oder C. Peru? In welches Frankreich geht's, Herr Klussmann? Das ist Frankreich in Südamerika. Nämlich? Französisch Guyana. Guyana? Guyana. Französisch Guyana? Und wo ist da die längste Grenze? Was meinst du, Claudia? Ich habe geraten, C. Peru. Peru, ist es richtig? Nee, Brasilien. Und was sagt der Jäger? Ist auch noch in Brasilien. Aber wenn da noch Deutschland gestanden hätte, wäre es durchaus schwieriger geworden. Ja. Man unterschätzt aber ja leicht die Größe von Südamerika. Ja, hier kommt die nächste. Wen wünschte sich Truman Capote anfangs als Hauptdarstellerin für... Ach mein Gott. Als Hauptdarstellerin für die Verfilmung seines Buchs Frühstück bei Tiffany. A. Ingrid Bergman, Betty Davis oder Marilyn Monroe? Kann man das irgendwie ableiten oder muss man es schlicht wissen? Einfach raten. Gut raten. Wen hast du genommen? Ich habe B, Betty Davis genommen. Oh, ich liebte das Lied. Kennen Sie das, Herr Klussmann? She's got Betty Davis Eyes. Ich kenne es, danke. Ja, gerne. Hier kommt die richtige Antwort. Nee, es war Marilyn Monroe tatsächlich. Was sagt der Jäger? Betty Davis hätte auch gepasst, wenn man den Film etwas früher gemacht hätte. So war sie doch etwas schon... Du weißt, was das Gute ist. Ich glaube, zu einem ähnlichen Zeitpunkt war auch Ulrich gerade so unter Druck und hat es ja ganz locker dann noch geschafft. Das machst du jetzt auch. Auf jeden Fall. Ne? Es geht jetzt. Wie viele erlaubte Zutaten sind im Reinheitsgebot für Bier von 1516 aufgeführt? A. 3, 4 oder 5? Hopfen und Malz vielleicht und... Okay, was noch? Wasser. Wasser? Gerste? Nö. Ist nicht. Ich werde immer zu Hause. Hopfen, Malz und Wasser? Sind wir bei 3? Würde ich sagen. Ich komme ja aus Bayern. Eigentlich müsste das passen, 3. Es ist überhaupt Malz? Nee, Malz ist ja Hopfen, Gerste und Wasser. Hopfen und Malz verloren, so sagt man es. So sieht's aus. So, wir hoffen auf 3. Ist das richtig? Ja, prima, Claudia. So, das ist ein wichtiger Schritt. Was sagt der Jäger? Ich darf wieder nach Hause. Kann man aus der Brauerei vermieten. Ach ja, sie, genau. Mama, Opa, recht weit zurück, alle in der Brauerei. Nur noch 3, Claudia. Alles ist noch in Ordnung, solange du richtig antwortest. Wer im menschlichen Körper den Calcaneus sucht, an dem eine besonders dicke Sehne ansetzt, wird fündig am A. Bauch, Fuß oder Kopf? Also, ich habe jetzt an die Achillessehne gedacht, habe B-Fuß genommen. Was ist die richtige Antwort? Super. Egal, welche Sehne es ist. Was sagt der Jäger?
Haben wir mal einen Patzer wieder? Nee. Könnte so im Hackenbereich sein. Könnte hacken. Hacke. Hacken. Könnte der Hacken sein, ja. Mhm. Gut. Zwei brauchen wir noch. Es ist alles gut. Wie heißt die EU-Militärmission, die seit 2008 das Meer am Horn von Afrika sichert? Ist das A. Atalanta, B. Atlantata oder C. Alatanta? Mein weißer Fußball. Was hast du genommen? Ich habe C. Alatanta genommen. Ach so, ich dachte, das kriegt man immer. Beim Karneval. Italiener, was? Pasta alla Tanta. Oder italienischer Karnevals. Was ist die richtige Antwort? Ich wäre sicher jetzt bei Atalanta gewesen. So Fußball. Bergamo. Ja. Atalanta Bergamo. Ach Mensch, ich befürchte, das hat er. Ja, schade. Weil 2008 hat er, glaube ich, angefangen mit dem Studium. Und da war er noch aufnahmefähig. Was sagt der Jäger? Schade, Claudia. Knapp war's. Vielen Dankeschön. Dank fürs Kommen. Alles Gute. Und Tim, weiter geht's. Hallo, Tim. Schade, hallo. Mensch. Ich hatte gehofft, Claudia brächte das durch. Aber ja, das war ärgerlich. Ja, total. Ich hätte es dir gegönnt. Hättest du Atalanta genommen gerade? Ja. Ja. Wo kommst du her? Was machst du beruflich? Also ich komme aus der Nähe von Tübingen, aus Nähren. Und momentan tue ich gerade noch Jobben an der Kasse, aber ich werde im Oktober werde ich eine Ausbildung als MTLA machen. Das ist medizinisch-technischer Laborassistent. Oh, okay, spannend. Bist du naturwissenschaftlich affin, ja? Ja, genau. Vor allem Biologie und Chemie. Ah ja, na dann schauen wir mal, ob wir hier irgendwie was drin haben, hoffentlich für dich dann aus den Bereichen. Ich drücke dir die Daumen. Eine Minute für dich, Tim. Zeit startet jetzt. Nehmen die Bundesligisten automatisch am DFB-Pokal teil? Ja. Wie heißt das weltweit einzige noch bestehende Großherzogtum? Weiter. Luxemburg. Von welcher Ente stammt die Hausente ab? Wildente. Stockente. Der Large Hadron Collider am CERN ist als was für ein Beschleuniger bekannt? Teilchenbeschleuniger? Ja. Welche Christen nennen ihren obersten Geistlichen auch Pontifex Maximus? Die Katholiken. Ja. Welche Sängerin erhielt 2021 ihren 28. Grammy und stellte damit einen neuen Rekord auf? Weiter. Beyoncé. An welchen Schulen habilitiert man? Weiter. Hochschulen. Baden-Württemberg gliedert sich in die vier Regierungsbezirke Stuttgart, Karlsruhe, Freiburg und Mannheim. Tübingen. Welche Influencerin und Ehefrau eines Fußballweltmeisters schrieb das Buch Mein Umweg zum Glück? Weiter. Hummels. Leicht abrichten lassen sich Hunde der Rasse Golden? Red River. Welcher Verein spielte 2020 in seinem 1900. Spiel in der ersten Bundesliga um einen Relegationsplatz? Bremen. Ja. Welche Tusche zum Schminken nennt man auch Mascara? Wimperntusche. 2.500 €. Bis auf Tübingen alles in Ordnung, oder? Ja. Zocken jetzt, oder? Kommt drauf an, wenn er ein lukratives Angebot macht. Wo waren wir denn eben schon? Bei 15? Nee, 15 war bei dir, dann ist er wieder runter, ne? Oder? Ja. Schauen. Hier kommt der Jäger. So, Herr Klussmann, Runde 3. Tim ist da. Hallo Tim. Hallo Herr Klussmann, ist eine Ehre, Sie kennenzulernen. Ja, danke schön. Oh, du freust dich, hier zu sein, ne? Ja. Ja, prima. Ja, fünf Jahre lang habe ich jetzt schon auf diesen Moment. Fünf Jahre? Ja, fünf Jahre lang habe ich auf diesen Moment hingearbeitet. Ihn zu treffen? Unter anderem, aber auch hier zu sein. Wie schön, das freut uns aber sehr. Du bist ja einer unserer treuen Gucker offensichtlich. Ja. Und hast viel trainiert, auch App gespielt und alles? Ja, auf verschiedenstes auch. Ihn mal geschlagen in der App? Ja, das ist des Öfteren. Ein Programmierfehler gewesen sein. Wahrscheinlich. Das war, als Sie neben Elton saßen, wahrscheinlich. Oh ja, das war. So, hier kommt die nächste Verspielmasse. 2.500 €. Das war jetzt so sympathisch und nett. Ne? Was mache ich denn jetzt? 400 €. Ach so, das ist ja sehr, sehr nett. Sie sind ja nett. Ja, aber ich habe ja noch eine Chance. Tim, vielleicht Ihr Weg zum Glück. 14.000 €. Tim, was meinst du? Fünf Jahre trainiert für 400 €? Nö. Ich bleibe. Ja? Ich nehme die 2.500. Okay, dann machen wir das jetzt so. Und ich drücke dir die Daumen. Danke. Das packst du. Die Jagd beginnt. Tim aus Tübingen. Weiter geht's. Was hilft beim Lösen so mancher Quizfrage? So, Tim, das für dich. Selbst wenn einem die Frage rein gar nichts sagt. A.
Distribuenten, B, Dissensen oder C, Distraktoren. Ha. Das ist schön. Als treuer Zuschauer. Tim, jetzt steht's aber wirklich hier zur Wahrheit verpflichtet, ob du wirklich seit 5 Jahren guckst, weil Klaus-Otto Nagorsnik diesen Ausdruck schon sehr häufig und gerade in unserem Zusammenspiel benutzt hat. Ich habe ihn damals auch erst gelernt. Was hast du genommen? Also ich habe B genommen, Dissensen, weil von Sense per Englisch Sinn, dass es keinen Sinn macht. Also die ist ja die Vorsilbe für Verneinungen, ja. Okay, verstehe. Und Dissens ist das, was die Jäger und ich jeden Unsinn, Abend haben. Das ist eine nachvollziehbare Herleitung. Leider ist es aber Distraktoren, die Ablenker quasi, anhand derer man ja häufig aber sehen kann, dass dann irgendwas, was man gar nicht weiß, doch richtig ist, weil das andere noch quatschiger ist. Das weiß leider auch Herr Klussmann. Habe ich gut erklärt, ne? Ja, sehr gut. Gar nicht quatschig. Aber wir sind ja die Distribuenten des Wissens. Sind Sie? Ja. Ja, Sie haben. Ja, ich ja. So, weiter geht's. Und jetzt mit richtigen Antworten von dir, Tim. Was wird immer teurer, je mehr Komplikationen enthalten sind? A. Uhren, Radios oder Toaster? Also mein Toaster ist das nicht, glaube ich. Der macht immer noch das Wappen des Vereins wie vor 20 Jahren, als ich ihn kaufte. Was hast du genommen? Also ich habe geraten, ich habe Antwort A genommen, Uhren. Und was ist die richtige Antwort? Ja, okay, sehr gut. Erster Schritt, was sagt der Jäger? Was eines von vielen Bauelementen in Uhren. Ja. Aha. Hier kommt die nächste Frage. Tim, du bist gut auf dem Weg jetzt. Weiter so. Zu den fleischfressenden Pflanzen gehört die auffällige A. Mamba-Nelke, Cobra-Lilie oder Vipern-Tulpe? Hast du eine Ahnung oder was hast du genommen? Also ich habe Antwort A genommen, die Mamba-Nelke. Sind die Distraktoren, Herr Klussmann, erfundene hier oder? Ja. Okay. Ist es die Mamba-Nelke? Gibt's die? Nee, das ist die Cobra-Lilie. Ja, zwischen den beiden habe ich auch geschwankt. Okay. Mhm. Falsch geschwankt leider. Ja. Was sagt der Jäger? Gut, jetzt haben wir erneut die Situation und erneut an der Position, dass wir den Druck haben. Aber Tim, komm. Von wem stammt der Song I Can't Breathe, der 2021 bei den Grammys als Song des Jahres ausgezeichnet wurde? A. Her, She oder Them? Okay. Her, She, Them. Song des Jahres? Also das Einzige, was mir namhaft was sagt, ist A, Her. Mir auch. Die anderen, ich hoffe, dass die auch erfunden sind. Das ist eine Gruppe. Her, ne? Oder ist es ein Einzelsänger? Nee, eine Gruppe, ne? Her? Ja. Was ist die richtige Antwort? Tipptopp, Tim. Damit sind wir auf der nächsten Stufe. Also du und brauchst nur noch 3. Was sagt der Jäger? Und weiter geht's. Wieder aber um alles, Tim. Mhm. Mit welchem Akronym benennt man in der Astronomie Asteroiden, die der Erde nahe kommen? A. Querz, B. Neo oder C. Dvorak? Nach fast 600 Gefragt-Gejagt-Sendungen liest man Dvorak nicht mehr Dvorak, sondern Dvorak. Aber hier ist wohl Dvorak richtig. Wofür steht es? Was ist es? Hast du irgendeine Ahnung? Also ich habe keine Ahnung, aber ich habe auch C genommen, Dvorak. Querz ist doch Tastatur, ne? Oder? Ja, Dvorak übrigens auch. Es gibt auch eine Dvorak-Tastatur. Und auch eine Neo-Tastatur? Sind es alles Tastaturen möglicherweise? Möglicherweise, ja. Okay, was ist ein Akronym, Herr Klussmann? Naja, etwas, was sich zusammensetzt aus einzelnen Anfangsbuchstaben eines einzelnen oder eines Begriffs. So, ist es C? Nein, es ist Neo. Near Earth Object. Wirklich? Oder? Kommst du nochmal wieder einfach? In 5 Jahren? Ja. Ja, ich würde mich freuen. Vielen Dank fürs Kommen. Es hat Spaß gemacht mit dir. Danke, Tim. Steffi, jetzt du. So, das hat sich ein bisschen ausgedünnt hier jetzt, Steffi, ne? Ja, leider. Aber war knapp. Ja, total. Schade mit Tim, Mensch. Der war so begeistert, total. Hatte sich so gefreut, hier zu sein. Hast du auch so lange trainiert? Nee, ganz so lange nicht. Ganz so lange nicht. Und was machst du beruflich? Du bist Lehrerin, ne? Genau. Oder?
Für Grundschule, oder? Nee, also Gymnasiallehrerin an der Gemeinschaftsschule. Mhm. Wollen wir loslegen? Ja, bitte. Ich wünsche dir viel Erfolg und deine Zeit startet genau jetzt. Was der Grundschüler plus Rechnen nennt, nennt die Mathematiklehrerin? Addition. Mit welchem Fragewort fragt man, auf welche Art und Weise? Wie? Welche Partei hatte als einzige in der Bundesrepublik zeitweilig mehr als 1 Million Mitglieder? SPD. Ja, als Prärie bezeichnet man in der Geografie die nordamerikanische? Landschaft. Steppe. Kann man die Tour de France ohne einen einzigen Etappensieg gewinnen? Ja. Bei Großbestellungen heißt es häufig wie der Titel eines Filmklassikers im Dutzend? Billiger. Der Titelsong welcher Daily Soap heißt Ich sehe in dein Herz? Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Von welchem Kontinent stammt die streifenköpfige Bartagame? Afrika. Australien. In welchem Jahrzehnt wurde die Tierschutzorganisation WWF gegründet? 70er. 60er. Libertas heißt die altrömische Göttin der? Freiheit. Da ordnet man die Buchstaben des Wortes Steuerverfahren neu an, so erhält man den Frauen? Keine Ahnung. Verstehe. Welcher europäische Vulkan spuckte Mitte Februar 21 Feuer und Asche? Ätna. Mit welchem Fuß sind laut redensartig missvergnügte Menschen aufgestanden? Mit dem falschen. Hm, was wurde nach dem französischen Politiker und Schriftsteller? Die war zu lang für den 5000er. Du bist bei 4,5. Aber es ist super. Danke. Es ist richtig gut, Mensch. Klasse. Ja, ich wüsste jetzt nicht, was gefehlt hat für einen 5000er. Irgendwas? Das mit dem Verfahren und Versteher. Okay. Aber das was war das? Mir zu viel. Steuerverfahren ist gleichzeitig Frauenversteher. Das aber ist das nicht schlecht. Das war in der Aufregung, darüber nachzudenken. Nee. Ja, ja, gut. Aber apropos Frauenversteher. Wollen wir Herrn Klussmann holen? Ja, gerne. Ja, ja gerne. Hier kommt der Jäger. So, Herr Klussmann, hoffentlich letztes 1-gegen-1 hier heute gegen Steffi aus Elmshorn. Hallo Steffi. Hallo. Strahlt, hat die Fröhlichkeit zurückgebracht hier, nachdem wir doch leider eben Claudia und Tim drangeben mussten. Wir haben 4.500 Euro. Knapp, kurz und ja, stark. 5.000 mit dem Frauenversteher, der ein Steuerverfahren anhängig hat. Da sind wir leider gescheitert. Ah ja. Minus 500 Euro. Was lachen Sie so weg? Frauenversteher. Das ist gemein. Das ist ein Insider. Wir waren gerade bei Frauenversteher. Also ich meine, Ulrich hatte sich ja nicht getraut. Trauen Sie sich? Für 15.000? Nein. Ich hätte es Ihnen zugetraut. Naja, 20 Frauen sind so Zockerinnen. 20 ja, hinten, wenn die Situation, oder? Wenn die Situation eine andere wäre, oder was sagst du, Ulrich? Ja. Was machen wir? Ich bleib. 4,5. Ja, 4,5. So, dann spielen wir um 9.500 Euro hoffentlich gleich im Finale, dass du jetzt bitte erreichst. Ja? Und die Jagd beginnt. Wieso konnte im März 2021 das Fußball-WM-Qualifikationsspiel zwischen der Schweiz und Litauen erst verspätet angepfiffen werden? A. Das Spielfeld war vereist. B. Das Tor war zu hoch. Oder C, der Schiri hatte den Bus verpasst. Wochenlang hatte ich mich auf den Knaller gefreut. Schweiz gegen Litauen. Was hast du genommen? Ich habe A, Spielfeld war vereist genommen. Im März. Aber, ja, war kalt dieses Jahr. In der Schweiz, ja, okay. Was ist die richtige Antwort? Das Tor war zu hoch. Tja, was sagt der Jäger? Oh, das ist doch gut. Würdest du mit dem Tor? Ja, na gut. Schiri, wir wissen, wo dein Auto steht. Das ist der Sprechchor. Und nicht Schiri, wir wissen, du hast den Bus verpasst. Dann machen wir weiter. Ja. Welche Stadt wurde der Legende nach durch einen Brudermörder gegründet? A. Alexandria, London oder Rom? Was ich sehr mag, ist, wenn während ich vorlese schon geguckt wird, darf ich schon, weil dann weiß ich immer, du weißt es, oder? Ja. Was wolltest du so schnell schon nehmen? Es ist Rom, da bin ich mir eigentlich sehr sicher, weil Romulus Remus erschlagen hat. Das ist die richtige Antwort. Prima, genau richtig, Steffi. Erster Schritt, was sagt der Jäger? Korrekt. Gleichschritt und wir machen direkt weiter. Welche Schauspielerin schreibt Schlager für Helene Fischer und Michelle? A. Stefanie Stumpf, Theresa Hübchen oder Uta Schorn? Wen hast du genommen? Ich habe B. Theresa Hübchen genommen, aber keine Ahnung. Was ist die richtige Antwort? Stefanie Stumpf.
Und was sagt der Jäger? Kaum zu glauben, aber wahr. Ja? Wer weiß denn sowas? Da ist sie zumindest, bei kaum zu glauben. Ja? Okay. Hat sie atemlos geschrieben? Nee, das nicht. Das war Christina Bach. Na gut. Weiter geht's. Nächste Frage. Was bedeutet das Wort Kamikaze laut seinem japanischen Ursprung eigentlich? A. Fallender Stein, göttlicher Wind oder ewige Rache? Der Jäger klar im Vorteil aufgrund seines häufig erwähnten Freundes Takifumi. Was hast du genommen? Ich habe B, göttlicher Wind, genommen. Und was ist die richtige Antwort? Super, der war wichtig. Ja, guck mal, Streit. Sie bittet um Verzeihung, Herr Klüssmann. Aber das hast du gewusst, ja auch gar nicht geraten, ne? Ich hab's gehofft. Sonst im Quizzen sehr wirkungslos, so Hoffnung, aber... Was sagt der Jäger? Kami sind Götter, göttliche Wesen im Kami, Shintoismus. Kami, Kamele. Also, wie sie alles zerstören können. Ja. Ne? Alles Intellektuelle dieser Sendung. Ja. Hier kommt die nächste Frage. Relativität, konkav und konvex und Treppenhaus sind berühmte Bilder welches Künstlers? A. Salvador Dali, René Magritte oder M.C. Escher? M.C. Escher, das ist so ein Berliner DJ, oder? Was? Ich gehe noch ins Berghain heute, das ist M.C. Escher. Ich hatte auf Klimt gehofft und guckte schon auf dein Hemd. Genau. Nein, aber was hast du genommen? Ich habe A, Dali genommen, aber... Ist das richtig mit Dali? Den bräuchten wir. Kriegen tatsächlich M.C. Escher. Was sagt der Jäger? Das sind optische Täuschungen, also ein Treppenhaus, was nie endet. Ein sehr schönes Museum in Den Haag. Wenn ich von dem empfehle. Wenn ich von dem Abend mit M.C. Escher nach Hause komme, dann gehe ich auch durch ein Treppenhaus, das nie endet. So, drei brauchst du noch. Und der Druck ist da. Machen wir uns nichts vor. Johann Christoph Friedrich Gutsmuths gilt als Wegbereiter welches Schulfachs an deutschen Schulen? A. Sport, Kunst oder Musik? So, Steffi, was meinst du? Ich habe Kunst genommen. Wir brauchen B, die Kunst. Und kriegen dann doch wirklich Sport. Was sagt der Jäger? Und damit haben wir, vielen Dank, Grüße nach Elmshorn. Alles klar. Ein, einer Finale um 5.000 mit Ulrich. Schade. Finalzeit bei Gefragt gejagt. Und es ist Ulrich mit seinen 5.000 Euro von ganz zu Anfang heute, der sie jetzt bitte verteidigt. Du brauchst dich nur auf dich selbst zu konzentrieren, Ulrich. Doppelte Zeit von vorhin. Da können wir ja draufrechnen. Kommen wir nachher, wenn du jetzt 20 machst, haben wir 21 nachher. Damit gewinnst du, glaube ich. Das könnte passen. Bist du bereit? Ja. Ja? Gut. Dann volle Konzentration. 2 Minuten für Ulrich ab jetzt. Aus wie vielen Teilen besteht ein Bikini? 2. Was tötet ein virizides Desinfektionsmittel laut Namen ab? Viren. Welcher Fluss fließt durch Krakau und Warschau? Weiter. Die Künstlergruppe Die Blaue Vier bestand aus den Malern Klee, Feininger, Jawlensky und welchem Russen? Weiter. Mit wie vielen S wie Siegfried schreibt man das Land Kosovo? 1. Welche hochrangige Politikerin der DDR wurde Lila Drache genannt? Honecker. Welcher Hans Wilhelm verließ 2020 nach über 40 Weiter. Jahren den FC Bayern? Wie heißt das Himmelsbrot, das laut dem zweiten Buch Manner. Mose? Vor den Toren welcher Großstadt wurde 2020 ein Flughafen mit 9-jähriger Verspätung eröffnet? Berlin. Welches schwedische Popduo hatte 1991 einen Hit mit Joyride? Weiter. Die Hauptrolle im Politdrama Official Secrets von 2019 spielte die Britin Weiter. Kira. Welche Insel ist die große Schwester von Baltrum? Borkum. Was ist das wichtigste Grundnahrungsmittel in Ostasien? Reis. Mit wie vielen Spielern spielt man eine Partie Doppelkopf? 3. 0331 lautet die telefonische Ortsvorwahl welcher ostdeutschen Landeshauptstadt? Schwerin. Mitte welches Jahrhunderts wurde der Saturnmond Titan entdeckt? 20. Wie viele Buchstaben liegen im Alphabet zwischen dem X und dem Z? 1. Die Flagge welches Bundeslandes ist grün, weiß und rot? NRW. Die Hauptfiguren der Kinderfernsehserie Rappelkiste heißen Ratz und? Fatz.
Paradiso, Melide und Bissone sind Orte an welchem Schweizer See? Genf. Gildo Horn singt, Gildo hat euch lieb und wenn's auch mal? Gibt. Auf welcher Ziffer steht der große Zeiger einer analogen Uhr um 10 nach 3? 2. Aus welchem Land kam der Star-Architekt Le Corbusier? Schweiz. Welcher Peter schrieb mit dem Sachbuch Werte einen Reiseführer Hand durch die... Welche Skifahrer lassen sich von Motorbooten ziehen? Wasserskifahrer. Wenn von der BaFin die Rede ist, meint man die Bundesanstalt für Finanzaufsicht. In welchem Land trägt Königin Paola seit der Abdankung ihres Mannes 2013? Spanien. Aber Belgien. 14 Punkte sind das. Bei der BaFin, da weiß ich gar nicht, was hattest du da gesagt? Finanzaufsicht. Okay, dann wird das richtig gewesen sein. Wir checken das, aber mit der 14 hast du dich doch gut und tapfer durchgekämpft. Zum letzten Mal heute Abend, hier kommt der Jäger. So, Herr Klussmann, einmal noch für Sie heute Abend. Ja. Sollen wir direkt loslegen, ja? Können wir gerne machen. Schöne Zahl, schöne Leistung. Absolut. Wenn er patzt, hast du die Möglichkeit, ihn noch runterzuschubsen. Und dann, Herr Klussmann, zum letzten Mal heute Abend, die Jagd beginnt. Sebastian Klussmann ist der Jäger heute, der Besserwisser. Er braucht 14 richtige Antworten zum Sieg. Er hat 2 Minuten und seine Zeit startet jetzt. Im Gegensatz zu einer Jacke hat eine Weste keine? Ärmel. Welches Chromosom besitzen Männer im Unterschied zu Frauen? Y. An welchem Fluss liegt die Hauptstadt Kinshasa? Kongo. Das Selbstbildnis mit abgeschnittenem Haar, das im New Yorker MoMA hängt, hat welche Mexikanerin Carlo gemalt? Mit wie vielen E schreibt man das Wort Eierbecher? 4. Welcher Bundeskanzler erhielt den Titel Ehrenbürger Europas? Kohl. Welcher Norweger gewann 2002 bei den Olympischen Winterspielen 4 Goldmedaillen im Biathlon? Björn Dahl. Wie nennt der Kirchenlateiner einen Ketzer, der von der offiziellen Kirchenlehre abweicht? Blasphemist. Stopp die Uhr. Heretiker. Super, das ist sehr gut. Ein Top-Rücksetzer. Von 7 auf 6 fällt der Jäger, braucht 8, hat 1,19. Die Zeit startet jetzt. Den Hafen welcher norddeutschen Stadt besuchte 2020 das größte Containerschiff der Welt? Wilhelmshaven. Stopp die Uhr. Hamburg. Ja, auch der ist richtig. Dann sind es nur noch 5, die Sie haben, Herr Klussmann. Sie brauchen 9 in 1,10. Die Zeit startet jetzt. Welches deutsche Pop-Duo hatte 1986 einen Hit mit Brother Louie? Modern Talking. Zum Weltstar wurde durch den Gangsterfilm Bonnie and Clyde die damals 26-jährige Schauspielerin Faye Dunaway. Auf welcher Nordseeinsel liegen die Orte Wittdün und Nebel? Süd. Stopp die Uhr. Amrum. Das ist wie ein Uhrwerk hier. Sie sollten nicht patzen, Herr Klussmann. Super Leistung, Ulrich. 8 in 54, die Zeit startet jetzt. Welches Getreide ist das wichtigste Grundnahrungsmittel in Mexiko? Mais. Wie viele Skatblätter braucht man zum Doppelkopfspielen? 4. Stopp die Uhr. 2. Ja, auch das ist richtig. Ah. Das ist der 4., den du ihm abnimmst hier schon. 43 für 8. Jetzt wird's sehr dramatisch. Die Zeit startet jetzt. 0385 lautet die telefonische Ortsvorwahl welcher ostdeutschen Landeshauptstadt? In welchem Jahrhundert wurde der Uranusmond Titania entdeckt? 18. Wie viele Buchstaben liegen im Alphabet zwischen dem A und dem E? 3. Die Flagge welches europäischen Kleinstaats ist quadratisch? Vatikan. Die Gastgeber der Satire-Sendung Die Anstalt sind Max Uthoff und Klaus von Anhalt. Stopp die Uhr. Verdammt, wie ist das? Donani. Nein, nee. Klaus von Wagner. Wagner ist der. 17 Sekunden. Die Zeit startet jetzt. Welche große kroatische Insel wird auch Goldene Insel genannt? Krück. Die Prinzen gestehen, das ist alles nur geklaut und gestohlen, nur gezogen und? Fassung. Stopp die Uhr. Geraubt. Ja, Entschuldigung, das habe ich mir erlaubt. 8 Sekunden für 4. Das lässt sich leicht teilen. Die Zeit startet jetzt. Auf welcher Ziffer steht der große Zeiger einer analogen Uhr um 20 vor 1? 4. Stopp die Uhr. Ich hab nicht mit. 3. Ist auch egal, dass ja. Es die 8 ist. Denn es sind nur noch 3 Sekunden. Die Zeit startet jetzt. Aus welchem Land stammte der Architekt Oskar Niemeyer? Brasilien, du hast gewonnen. Herzlichen Glückwunsch, Ulrich. 5.000 Euro für dich. Danke. Eine
fantastische Leistung im vor allem zweiten Teil des Finals, ne? Also diese Pushbacks, wie sie immer sagen, das die Rücksetzer. Das ist das Entscheidende hier. Ja, denn die 14, die war super im ersten Teil, aber sie ist jetzt nicht so, dass es irgendwie 25 aussichtslos ist, aber das... Ja, das macht den Unterschied hier. Vier oder das fünf. Muss man immer wieder betonen, das ist das stärkste Mittel der Kandidaten. Absolut. Ganz toller Abend von dir, Ulrich. Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank, Herr Klussmann. Und wir freuen uns aufs nächste Mal, wenn die Jagd wieder beginnt. Guten Abend für Sie und tschüss. Das war super. Ja. Also. Aber mit welcher Ruhe auch, ne?